Lieben, wir befinden uns heute wieder bei RLP mit Folge 113 und es wird sehr, sehr spannend. Aber bevor es losgeht, liebe Freunde, tut mir noch einen Gefallen, diesen wunderbaren Kanal abonnieren. Vergiss den Daumen nicht, schaut mal ein bisschen in die Beschreibung, da sind ein paar coole Codes dabei, die ihr zum Shoppen benutzen könnt, um mich zu unterstützen. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Aber jetzt geht's los. Und zwar, wie gesagt, RLP mit Folge 113. Ich bin schon ganz gespannt. Wir waren schon lange, lange nicht mehr hier gewesen auf diesem Kanal. Lass uns mal schauen. Bitteschön. Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich hoffe, ihr schaut sie mit mehr Durchblick, als der Audi in dieser Szene besitzt. Zumal hat er jetzt versucht, auf die ganz linke zu kommen. Also, wir haben hier anscheinend zwei Linksabbiegeampeln. Das ist die erste, darum dieser Pfeil. Und da hinten scheint noch eine zu sein, darum dieser leicht abgeknickte, nach links zeigende Pfeil. Das bedeutet ja hier noch nicht, fahr mal, wenn du links abbiegen willst, noch ein, zweite und dann kannst du an diese Ampel. So, davon gibt es zwei Spuren. Ich weiß jetzt nicht, was er vorhatte. Wollte er jetzt hier auf die linke rüber, weil das wäre ja blöd. Oder wollte er auf die ganze linke Spur rüber und dann wäre das sowieso mega knapp geworden, weil die Spur war ja schon dicht. Man weiß es nicht. Also ist jetzt nichts Besonderes, über Rot zu fahren. Ich meine, es ist super gefährlich. Thorsten tut er jetzt gerade so, als hätte er das zum ersten Mal gesehen. Als hätte er das erste Mal einen Döner gebissen. Es ist irritierend mit dem roten Licht. Wurde er jetzt geblitzt? Also wenn er jetzt geblitzt wurde wegen diesem Licht hier, die Schadensfreude kann ich mir dann auch erklären. Aber jetzt einfach nur über Rot gefahren, das ist dann so, okay. Medienprominenz zeigt Haut. Verkehrsbeobachtung ist wichtig, nach vorne zu schauen aber auch. Wie wurde aus einer Subkultur ein Massenphänomen in NRW? Es ist sehr verwirrend. Es gibt zwei Arten von diesen Rechtsabbiegesituationen. A, da ist eine Haltelinie, wo du dann stehen bleiben musst. Oder es ist sowas wie hier so eine Art Auffahrt. Irritierend ist natürlich, wir gehen mal ganz kurz zurück. Aber guck mal, hier ist ja auch eine Haltelinie. Hier ist eine Haltelinie. Ist das eine Haltelinie? Wir gucken mal. Auf jeden Fall, ja, hier wäre jetzt praktisch die Haltelinie. So müssten wir jetzt stehen. Das ist nochmal eine Absicherung für die Fußgänger. Und dann kannst du dich auch nochmal in Ruhe nach links orientieren. Kommt da jemand? Und dann kannst du drauf fahren. So, aber wir haben ja nochmal eine separate Spur hier. Siehst du das? Anhalten musst du nicht. Wie gesagt, es gibt zwei Situationen. So welche Situation zum Rechtsabbiegen. A, man will, dass du anhältst. Oder B, man kann das hier so wie so eine Auffahrt benutzen. Ja. Er hat das nicht ganz verstanden, ist dann halt stehen geblieben. Okay. Ist ja noch gar nicht vorbei. Da vorne in der Pixelung, da taucht gleich einer auf. Eines der größten Tattoo-Studios. Das ist geil, oder? Du meinst der andere. So geil, ey. Naja, immerhin hat er dich davor bewahrt, zu schnell durch diese Pfütze zu fahren. Mögliche Fußgänger hätten es ihm gedankt. Mein Hof war laut ihrem privaten Umfeld schon vor der Operation eher aggressiv. Aber sie war nicht krankhaft aggressiv. Kannst du mal kurz das wurde sie erst durch die Operation so übrigens. So, achtet mal, wo wir uns jetzt befinden. Ich sehe ihn hier nicht in den Spiegel, ja. Und hier ist jetzt auch nochmal die B-Säule und so weiter. Also, wir sind praktisch jetzt im toten Winkel. Solche Fälle gibt es immer. Und hier wieder der Klassiker, nur in den Spiegel geguckt. Vielleicht nochmal ein Seitenblick, der hier aber auch nichts hilft, wenn wir im toten Winkel sind. Ja, und wird rübergezogen. Eindeutig toter Winkel verpasst. Super Billy wechselt hier die Spur, doch das möchte auch gerne der LKW. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aus meiner Sicht ist der LKW-Fahrer an dieser Situation schuld. In dem Moment, als er den Spurwechsel beginnt, ist Super Billy schon so gut wie auf der mittleren Spur. Der Einsender schrieb noch dazu, er wäre natürlich wieder auf die linke Spur gewechselt.
Jedoch war das durch den Porsche-Fahrer, den wir auch hier im Bild sehen konnten, nicht möglich. Ich habe ja auch LKW-Führerschein gemacht. Also wenn ich auf der Autobahn Spurwechsel gemacht habe, ich habe nach vorne geguckt, dann habe ich auch in den Spiegel geguckt. Und wenn ich da schon sehe, dass der hintereinander kommt, dass ich mit dem Spiegel den Spurwechsel mache, um zu gucken, wie verhält sich der hintere. Gerade wenn von hinten welche kommen und die Mittelspur frei ist und ich auf die Mittelspur drauf will. Zur Ausbildung saß ich ja im LKW und einmal privat für 2 Stunden saß ich im LKW. Seitdem bin ich nie wieder LKW gefahren. Ich bin kein Profi, aber ich weiß, wie man es macht und so würde ich es dann halt machen. Ja? Dass ich dann intensiv die Mittelspur auch beobachte, wenn ich dann rüberziehe mit meinen, was weiß ich, wie viel, 30.000 Tonnen. Also der LKW hätte da eine bessere Spiegelbeobachtung machen müssen. Ich bin mir sicher, er hat die Spiegelbeobachtung gemacht, aber ist trotzdem rübergezogen, auf der Hoffnung, dass wir dann wieder rüberziehen. Weil wir wissen ja nicht, wie es hinter uns aussieht. Vielleicht hat er durch den Spiegel gesehen, das ist jetzt meine letzte Möglichkeit für die nächsten 20 Kilometer, diese Lücke hier, dass ich überholen kann. Und es ist dann rübergezogen, kann ja auch sein. Da vorne in der Pixelung meint einer, ich habe jetzt lang genug gewartet und zieht einfach raus. Oh, das geht nicht. Eieiei, das geht nicht. Das geht gar nicht. Oh, das ist knapp. Das geht gar nicht. Ja, dann muss ich halt warten. Dann muss ich halt warten, bis einer stehen bleibt und mir das ermöglicht oder bis dann halt frei ist. Na, dann stehe ich da halt 5 Minuten. Aber für viele ist ja schon 2 Minuten warten, ist ja schon viel zu viel. Video geschützt. So ein Vollidiot. Apropos Vollidiot. Okay, das macht RLP hier rein, dieses rote Licht. Okay, alles klar. Gerade hier, wenn ich dann noch sehe, rechts Fußgänger, wenn wir rot haben, werden die ja wahrscheinlich grün haben, wenn es eine Fußgängerampel ist, dann noch so dreist rüber zu fahren, mit der Vermutung, dass die Fußgänger grün haben, ist schon, also manchmal, ehrlich. Hier zum Beispiel müssen wir anhalten. Hier haben wir keine separate Spur. Der eine davor, der ist angehalten, obwohl er eine separate Spur hat. Und der hier fährt einfach weiter, obwohl er keine separate Spur hat. Ist schon mal sehr interessant alles. Links schleichen ist natürlich nervig. Rechts zu überholen ist aber super gefährlich. Vor allem, wenn solche Schnarchnasen dann plötzlich aufwachen. Nein, lass das. Ärgerlich, mega ärgerlich, aber sowas machen wir nicht. Nicht von rechts überholen auf der Autobahn oder Kapferstraße. Nein, bleibt dahinter, macht mal Lichthupe. Lichthupe ist ja okay, wenn ihr einmal Lichthupe gibt. Ihr sollt ja keinen Strobopop machen, ja? Sondern einmal Lichthupe, um den da vorne wach zu machen und zu sagen, ey Digga, ich bin hinter dir, fahr mal rüber. Hier sind nur 30 km/h erlaubt. Wir fahren schon einen Tacken schneller. Aber bei manchen reicht es dann eben auch für den Blitzer. Ah, da steht er. Na, schön. Guck mal an, oh, wie schön. Und nochmal. Wie dumm muss ich denn sein? Vor mir wird geblitzt und ich gehe nicht runter vom Gas und werde dann auch plötzlich alle langsam fahren können. Na dann, Pech gehabt. Wir sind hier mit einer Fahrschule unterwegs. Da vorne die Ampel, die wird gleich rot. Der Fahrer des Opel hinter uns, der bekommt das jedoch leider so gar nicht mit und zeigt dem Fahrschüler hier direkt mal die manchmal harte Realität unseres Straßenverkehrs. Passiert ist bei dem Ganzen hier zum Glück niemandem etwas. Am Fahrschulauto entstand ein Schaden von knapp 29.000 Euro. Der Opel dahinter war vermutlich ein Totalschaden. Was meint ihr? Ich würde sagen, wieder Handy in der Hand gehabt, Ablenkung, ja, und voll draufgefahren. Ich meine, dass Fahrschüler mal gerne stärker auf die Bremse drücken als die alten Hasen, kann natürlich dann auch kritisch werden, ne? Besonders wenn wir an einer gelben Ampel heranfahren. Viele haben ja den Reiz, wenn sie eine gelbe Ampel sehen, nochmal Gas zu geben, schnell rüber zu fahren. Wir bringen natürlich den Fahrschüler bei, wenn gelb ist und du anhalten kannst, halte an. 10 Meter vor einer gelben Ampel fährst du noch rüber, 80 Meter vor einer gelben Ampel bitte anhalten. Alles, was dazwischen ist, zwischen den 10 und 80 Metern, eigene Entscheidung. Und meist entscheiden sie sich natürlich dafür, abzubremsen. Aber der Hintermann ist so gewohnt, gelb, nochmal Gas, um schnell rüber. So, jetzt hast du das folgende Problem. Du hast vorne einen Fahrschüler, der extrem stark dann auf die Bremsen, weil er noch nicht dieses Gefühl hat, drauf geht. Ja, kommen also abrupter zum Stehen als andere. Aber wir haben dann hinter uns denjenigen, ja, der aus dem Effekt heraus nochmal Gas gibt, weil er schnell rüber will. Also voll Bremsen, voll Gas. Und dann müssen wir nur hoffen, dass der da hinten hinter uns dann das
versteht und dann ebenfalls auf die Bremse drückt. Sonst wird es eng. Und es wurde manchmal ganz schön eng. Nicht, weil das mein Fahrschüler falsch abgeschätzt hat, diesen Abstand zum Hintermann, sondern weil der Hintermann gedacht hat, los, schnell noch rüber. Wir wurden ja auch schon mal vom Bus angehupt, weil wir nicht bei Gelb rübergefahren sind, sondern bei Gelb uns erlaubt haben anzuhalten. Und das war keine abrupte Bremsung. Wir standen schon an der Ampel. Es war nur Rückstau. Aber egal. So, da ist die Problematik. Und so einen Auffahrunfall, toi, 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 hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Denkt dran, wenn ihr eine Fahrschule vor euch habt, immer schön mit Abstand fahren. Und natürlich auch gucken und nicht aufs Handy. Dann passiert sowas auch nicht. Aber dieser Clip hier zeigt mal wieder, wie wichtig es doch ist, aufmerksam im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Der Opel fährt uns hier quasi ungebremst hinten drauf. Und da fragt man sich ja schon, wie kann so etwas passieren, wenn nicht durch Ablenkung? Sekundenschlaf wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Jedoch passieren solche Unfälle hier häufig durch den Gebrauch des Handys während der Fahrt. Auch durch die Technik in den Autos selbst wird man mitunter abgelenkt. Umso wichtiger ist es, sich darauf zu besinnen, den eigenen Fokus. Ist da jetzt gerade ein Opel auf dem Opel gefahren? Na okay, dann ist es ja halb so schlimm. Kurs immer auf den Straßenverkehr zu richten und nicht auf ein Handy oder sonst irgendetwas. Hier ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen. Beim nächsten Mal gibt's vielleicht Tote. Sie ist gerade rübergefahren. Ne? Was ist denn hier los? Der LKW fährt gerade rüber, er fährt jetzt hier links rum. Hier, das sind unsere Richtungspfeile. Wenn das Schild hier nicht wäre, das hier, dann und wir Platz hätten für Gegenverkehr, dann dürftest du hier auch links abbiegen. Das ist kein Problem, aber das ist ein Richtungspfeil. Also der LKW ist geradeaus rübergefahren. Wenn, ja, hier auch. Das dürfen wir nicht. Hier dürfen, ach so, okay. Der LKW, das ist okay. Ne? Wenn der LKW diesen Innenkreis mit benutzt, zwecks Länge, ist das völlig okay. Gut, habe ich nichts gesagt. Aber der VW vor uns, der hat hier drauf nichts zu suchen. Wenn mein Fahrschüler bei der Prüfung hier in den Kreisverkehr reinfährt und hier diesen Innenring berührt, kann das natürlich zur Beendung der Prüfung führen. Aber er war jetzt ja auch der härteste Fall hier, oder? Schön links rum. So, das war's dann für heute. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. So, Lieben, das war schon wieder gewesen. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Mitmachen. Denkt dran, abonnieren, liken und so weiter und so fort. Das war er. Ich bin raus. Vielen Dank. Tschüssi.